Václav Klement war ein tschechischer Buchhändler in Jungbunzlau, dem heutigen Mladá Boleslav. Man schrieb das Jahr 1894 und der Ausdruck stinksauer existierte noch nicht. Stattdessen war Herr Klement auf das Höchste echauffiert. Sein Fahrrad war defekt und er hatte an den Dresdner Hersteller Seidel und Naumann einen Reparaturantrag in tschechischer Sprache gestellt, den dieser wie folgt zurückwies. Wenn Sie von uns Antwort haben wollen, verlangen wir Ihre Mitteilung in einer uns verständlichen Sprache. Herr Klement reagierte unmissverständlich. Zusammen mit seinem Freund Václav Laurin gründete er nämlich eine eigene Fahrradmanufaktur, die Firma Laurin und Klement. Schon bald verwandelte sich der Frust in ein hochwertiges Produkt. Slavia hieß die drahtige Schönheit, deren Charme dazu bestimmt war, mit Füßen getreten zu werden. Neben Modellvarianten für Damen und Kinder befanden sich bald auch verschiedene Nutzfahrräder im Sortiment sowie ein Tandem. Leider entsprach die wirtschaftliche Dynamik des Unternehmens nicht seiner rasanten technischen Entwicklung. Unsere Pioniere waren reich an Ideen, doch ihr Kundenkreis war klein und die Banken verhielten sich zögerlich, wenn es darum ging, die nötigen Finanzmittel bereitzustellen. Zeitweise befanden sich sämtliche produzierten Fahrräder der Firma Laurin und Klement im Besitz des örtlichen Leihhauses. Doch beide Männer waren robuste Unternehmernaturen. Damals gab es das noch. Von ihrer Vision unerschütterlich überzeugt, präsentierten sie 1899 ein weiteres Ergebnis ihrer Konstruktionswut: ein Fahrrad mit Hilfsmotor, das Motorzyklett. Damit erreichten die Vorfahren der Hells Angels eine Höchstgeschwindigkeit von über 50 Stundenkilometern. In der Folgezeit erzielten die Krafträder aus Jungbunzlau zahlreiche Siege bei internationalen Motorradrennen, was der Marke zu großer Popularität und einer stabileren finanziellen Grundlage verhalf. Die vorläufige Krönung ihres Schaffens entließen Laurin und Klement 1905 auf die Straße, die Voiturette, ein Serienautomobil mit 2-Zylindermotor und 7 PS. Bereits ein Jahr später war die Voiturette die heimliche Prinzessin auf dem Prager Autosalon. Die Nachfrage war so groß, dass sich die Kunden auf langfristige Lieferzeiten einstellen mussten. Doch auch Wachstum hat seinen Preis. Um den steigenden Kapitalbedarf decken zu können, vollzogen die Firmengründer die Umwandlung ihres Unternehmens in eine Aktiengesellschaft, was vor allem für den eigenwilligen Václav Klement eine schmerzliche Entscheidung war. Dabei waren die damaligen Aktionäre noch völlig unverdorben. Sie zeichneten das Papier aus patriotischer Begeisterung und ihre gemeinsamen Ausfahrten verdrängten solche niedrigen Motive wie Shareholder Value. Die Investition erwies sich durchaus als rentabel, denn die Autos von Laurin und Klement zählten bald zu den attraktivsten in Europa. Wiederum waren es die Erfolge im Motorsport, die über Landesgrenzen hinweg die Begehrlichkeit zahlreicher Käufer erweckten. Die Modellvielfalt jener Tage schien unerschöpflich zu sein. Besonders das Gebiet der Nutz- und Spezialfahrzeuge war reich an exotischen Kreationen. Die Schüsse von Sarajevo veränderten die Produktpalette. Der Erste Weltkrieg hatte begonnen. Unter staatlicher Vorgabe dominierten Artikel wie Militärfahrzeuge oder Ambulanzwagen das Sortiment für jene 4 Jahre, die für Millionen von Menschen die letzten waren. Die Kriegsfolgen und die Wirtschaftskrise der 20er Jahre brachten das Wachstum der Firma zum Erliegen. Ein desolater Binnenmarkt und der Zusammenbruch des Exportgeschäftes führten zu Umsatzeinbußen von mehr als 60%. Daher suchten Laurin und Klement Anschluss an einen finanzstarken Partner und sie wurden fündig. 1925 erfolgte die Fusion mit den Skoda-Werken in Pilsen, dem bereits damals größten tschechischen Unternehmen. Beflügelt durch diese Kapitalzufuhr erfolgte ein umfangreicher Ausbau des Produktionsbereichs. Neue Fertigungsanlagen entstanden, mit dem Ziel, zur Erweiterung des Käuferkreises preiswertere Fahrzeuge herzustellen. Vor allem das Modell Popula wurde zum Verkaufsschlager, zumal nach einer werbewirksamen Asientour, von der die Teilnehmer mit Staub und Ruhm dick beschichtet nach Hause kamen.
Großen Anklang fanden auch die Modelle Rapid, Favorit und Superb. Im Nutzfahrzeugsektor sorgten hauptsächlich die Busse für Aufsehen und lebhafte Nachfrage. Im Jahr 1939 erhielt die Firma einen neuen Geschäftspartner, dessen Bekanntschaft den verstorbenen Gründungsvätern Laurin und Clement Gottlob erspart geblieben war. Skoda wurde den Reichswerken Hermann Göring zugeschlagen und erneut zum Rüstungsbetrieb mit eher beiläufiger Automobilsparte. Die noch verbliebenen tschechischen Mitglieder der Werksleitung taten das wenige, das ihnen verblieb, um den Beschäftigten das Leben zu erleichtern. Diese praktizierten vielfach passiven Widerstand, wie verlangsamtes Arbeiten oder vorsätzliches Missverstehen von Anweisungen. Indessen stand in Mladá Boleslav die Zeit nicht still. Neben Modellmodifikationen erwuchsen technische Konzepte, auf deren Basis bis in die 60er Jahre Fahrzeuge entstanden. Der Krieg ging zu Ende. Obwohl ein Bombenangriff in den letzten Kriegstagen weite Teile des Werkes zerstört hatte, wurde bereits im Mai 1945 die Produktion wieder aufgenommen. Der Neuanfang wurde jedoch überschattet von der Machtübernahme durch die Kommunisten, die glaubten, Sachverstand durch Ideologie ersetzen zu können, indem sie die Skoda-Werke verstaatlichten. Aber Träume sind Schäume. Und während die neuen Machthaber von einer besseren Welt schäumten, kämpfte das Unternehmen um den Anschluss an die Realität. Doch selbst die bleierne Decke sozialistischer Planwirtschaft vermochte das kreative Potenzial des Unternehmens nicht zu ersticken. Noch immer bestanden dessen Produkte jeden innereuropäischen Vergleich oder setzten sogar Akzente, wie beispielsweise mit der Einführung der Ponton-Karosserie. Auch im internationalen Motorsport behauptete Skoda seinen klassischen exponierten Platz. Doch blieben letztlich auch die Skoda-Werke nicht verschont von den Folgen staatlicher Misswirtschaft. Die Entwicklungszeiten für neue Modelle wurden zu lang und der technische Vorsprung früherer Jahre ging Zug um Zug verloren. Erst die neu entwickelte Modellreihe des Favorit sorgte für frischen Wind und eindrucksvolle Verkaufszahlen. Die sanfte Revolution von 1989 offenbarte den Bankrott des sozialistischen Modells. Das Paradies der Arbeiter und Bauern hatte mit einer deutlichen Minusbilanz abgeschlossen. But the show must go on. Um auf internationalem Parkett erneut bestehen zu können, benötigte Skoda den Schulterschluss mit einem potenten Partner. 1990 entschied sich die tschechische Regierung für die Kooperation mit der Volkswagen AG, nach vorherigen Verhandlungen mit BMW, Renault und General Motors. Ein neues Kapitel der Firmengeschichte hatte begonnen. Als erster Skoda der neuen Zeitrechnung lief der Felicia vom Band. Er wurde ein Millionseller, doch den Imagewechsel vom unterschätzten Ostblock-Fabrikat zur international anerkannten Automarke vollzog erst der ab 1996 gebaute Octavia. Dieser sowie der kleinere Bruder Fabia und das Flaggschiff Superb haben längst ihren festen Platz im Straßenbild. Ein weiterer virtuoser Akteur betrat im Frühjahr 2006 die Skoda-Bühne, der Minivan Roomster. In den letzten Jahren erhielten die Produkte von Skoda Auto zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Goldene Lenkrad, eine Trophäe, die einmal an den Octavia und bereits zweimal an den Fabia vergeben wurde. Demnächst soll die Modellpalette erweitert werden. Aber dieses Kapitel ist noch in Arbeit.